Hallo und herzlich willkommen zu CORE, dem Channel, der dich kreativiert. Ich bin die Ellen, ich bin Kunstdozentin, Bildhauerin und Illustratorin und heute möchte ich mit euch lernen, wie man einen Kopf im Dreiviertelprofil zeichnen kann. Dazu habe ich schon 2 Videos gemacht. Im ersten Video habe ich die komplette Lomis-Methode einmal erklärt, schematisch, und dann auf der rechten Seite mit euch mitgezeichnet. Und in dem zweiten Video, vor 2 Wochen, haben wir gelernt, eine Kugel nach links und rechts und nach oben und unten zu drehen. Die sind wirklich notwendig, dass ihr die anschaut, bevor ihr dieses Video wirklich verstehen könnt. Außer ihr habt das ganze Grundwissen schon. Außerdem verlinke ich euch in der Infobox und auch hier rechts oben im Eck durch erstens die Videos und zweitens einen Link. Mit diesem Link könnt ihr das Lumis Buch anschauen und komplett durchschmökern. Dieses Buch und andere Bücher komplett kostenlos. Heute wollen wir lernen, unseren Kopf nach links und rechts im Dreiviertelprofil zu drehen. Hier auf der linken Seite habe ich das Schema einmal so, wie wir das gelernt haben, im ersten Video aufgezeichnet. Hier werde ich euch jeden einzelnen Schritt farbig markieren und hier werde ich jetzt gleich mitzeichnen. Was wir vorhaben, ist, dieses Schema etwas nach links zu versetzen und das Ganze zu zeichnen. Hier ist unser Grundschema. Wir haben einen Kreis. Auf diesen Kreis setzen wir ein Kreuz und dann zeichnen wir ein Quadrat innerhalb dieses Kreises. Diese Länge noch einmal nach unten projiziert und ihr wisst, die gesamte Fläche eures Gesichtes. Das ist unsere Haarlinie, also unser Haaransatz. Das ist unsere Augenbrauenlinie. Dann kommt die Nasenlinie und die Mundlinie. Unsere Augenlinie liegt in der Mitte des gesamten Kopfes. Hier könnten wir jetzt unser Gesicht von vorne einzeichnen, so wie wir das in den letzten Videos gelernt haben. Wir wollen jetzt aber etwas anderes machen. Wir wollen diese Mittelsenkrechte einmal hier verschieben. Ich werde jetzt, weil es einfacher ist, auch für euch das zu üben, weil ihr am besten mit dem, was ihr schon könnt, beginnt. Ihr zeichnet euch jetzt erstmal dieses Schema ganz leicht, so dass ihr euch nachher nicht durcheinander bringt mit den ganzen Strichen. Zeichnet euch das ganz sanft und leicht an. Dann, wie im letzten Video, wollen wir von diesem oberen Teil nach diesem unteren Teil den Kopf nach links drehen. Und da ändert sich ja diese Mittelsenkrechte von einem geraden Strich zu einem Bogen. Und aus praktischen Gründen, das ist später anders, je nachdem, wie weit der Kopf sich dreht, aus praktischen Gründen möchte ich den Bogen jetzt hier auf diesem Quadrat enden lassen, weil es dann für uns einfacher ist, die Schritte zu lernen. Also, wir beginnen hier und hier. Ihr dreht jetzt euren Kopf nach links, so wie wir das im letzten Video gelernt haben. Und wir wollen den jetzt hier genau landen lassen, wo unser Quadrat endet. Okay, also Kreis wäre schon einmal im Dreiviertelprofil gedreht. Diese Linie können wir jetzt ignorieren. Das ist sozusagen jetzt hier diese Mittelsenkrechte, die noch hier in der Mitte hier durchgesteckt ist. Und der Kopf, der ist jetzt hier etwas gedreht nach links. So, was wir dann unbedingt machen wollen ist, wir wissen ja, dieses Quadrat hier ist auch der Punkt, an dem wir links und rechts die Seiten abschneiden. Das bedeutet, wenn wir jetzt gleich hier ein Oval reinzeichnen, dann geht das vom oberen Ende des Quadrates zum unteren Ende. So, alles in allem, wenn ich das wirklich hier so anpasse, dann geht das ziemlich bis hier nach vorne. So. Dann ist unsere Mittellinie auch etwas mehr nach links verschoben. Okay, so weit, so gut. Ihr habt euren Kreis nun nach links gedreht. Die Figur blickt also in diese Richtung, aber gerade die Mittelsenkrechte ist noch nicht nach oben oder nach unten verschoben. So, wir haben also jetzt den Kreis, wir haben das Quadrat auf den Kreis gesetzt, wir haben unsere Mittelsenkrechte. Was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir dieses Quadrat, so wie im ersten Video, von hier
nachher diesen Teil einmal unten dran projizieren. Das ist jetzt noch einfacher, weil wir jetzt unsere Mittelsenkrechte noch nicht nach oben oder unten verschieben, ist auch die, so wie im ersten, immer noch an der gleichen Stelle. Deshalb zeichnet euch das direkt am Anfang ein, das ganze Schema. So, jetzt weiß ich, dass ich meine Mittelsenkrechte, die ja hier rüber verschoben wurde, verlängern muss. Das heißt, hier unten, hier wird jetzt mein Kinn sein. Diese Linie ist die gleiche Linie wie diese Linie. Die verlängere ich jetzt also. Das bedeutet, hier unten ist mein Kinn. Wenn die Linie und die Linie die gleiche ist, dann weiß ich, die Mittellinie, das hier ist meine Augenbrauenlinie, dann die Mitte des Ganzen, das hier ist meine Augenlinie, dann der untere Strich des Quadrates ist meine Nasenlinie und hier diese Kreislinie, das ist meine Mundlinie. Bis dahin, diesen Schritt üben bis zum Umfallen, den müsst ihr auswendig können. Den Kreis zeichnen, erstmal das ganze Schema ganz, ganz sanft einzeichnen, auch mit der ganzen Kinnpartie, den Teil hier runter projiziert, links und rechts abschneiden und dann die Mittelsenkrechte unbedingt verlängern und euch nochmal klar machen, das hier ist die Mittelsenkrechte, diese hier, Augenbrauenlinie, das ist genau die Mitte des Kreises, Augenlinie ist genau die Mitte des gesamten Gesichtes, Nasenlinie ist der untere Schenkel des Quadrates im Kreis, Mundlinie ist der untere Schnittpunkt vom Kreis und der Mittelsenkrechten. So, jetzt wollen wir unseren Kiefer anzeichnen. Dafür hilft uns hier die Mittelsenkrechte von dem abgeschnittenen Stück hier. Von diesem Punkt aus gehen wir etwas unterhalb des Kreises und dann ziehen wir zum Kinn hin einen Bogen. Und von dieser Seite verbinden wir erstmal nur gerade nach oben. Jetzt habt ihr wirklich einen ganz einfachen Roboschädel. So, bis dahin unbedingt auswendig lernen. Jetzt jeden einzelnen Schritt, den wir im ersten Video gelernt haben, auch hier anwenden. Wir wollen herausfinden, wo die Augen liegen. Die Augen sind in diesem Quadrat, in dem Quadrat, auf den beiden Schenkeln, in der Mitte. Das bedeutet, ich weiß ja, dass der eine Schenkel von hier nach hier geht. Das ist verschoben und der andere geht von hier nach hier. Das hier ist das. Und das hier ist ganz klein verkürzt. Das ist nur so kurz. Trotzdem hat das Ganze eine Mitte. Einmal hier. Und hier müsst ihr ganz mit einem ganz spitzen Bleistift vorgehen, dass ihr da wirklich die Mitte herausfinden könnt. So, auf dieser Linie drauf haben wir unser Auge. Euer Auge ist kein ganzer Kreis. Ein Dreiviertelprofil sieht ein Auge anders aus. Deshalb stresst euch jetzt nicht mit dem Auge. Lasst uns das bitte Feature für Feature in den folgenden Videos dann anschauen. Das Auge ist jetzt eher wie so ein Tropfen für die Nase. Da reicht es, wenn ihr euch jetzt hier auf dieser Seite erstmal einen Kreis anzeichnet und den Kreis hier verbindet mit der Augenlinie, von der Augenlinie ausgehend dieses Trapez zwischen den Augen. Das ist der Punkt, an dem geht hier von diesem Wulst aus, geht es nach unten in die Nase hinein. Es ist hilfreich, ihr müsst es aber jetzt noch nicht machen, sich dieses Trapez anzuzeichnen. Alles, was ihr von vorne seht, sieht im Dreiviertelprofil ein bisschen anders aus. Wenn ihr dieses Trapez eingezeichnet habt, könnt ihr die linke Seite des Trapezes mit der Kugel der Nase verbinden. Wie weit geht unsere Nase hier links rein? Ihr erinnert euch,
Die Augen haben wir in der Mitte gezeichnet. Woher wussten wir, wie breit die Augen sind? Wir haben hier unser Quadrat, den Schenkel des Quadrates, nicht nur in der Mitte geteilt, wir haben auch links und rechts das nochmal geteilt, das heißt, wir haben ein Viertel. Dann wussten wir, wie breit ein Auge ist. Und diese Linie hier, dieses erste Viertel, nach unten projiziert. Man kann sich auch vorstellen, dass in der Mitte nochmal so ein Auge Platz hat. Dieses dritte Auge in der Mitte, nach unten ist die Breite der Nase. Das ist natürlich in jedem Gesicht anders, aber jetzt für dieses Schema. So, das heißt hier, wir projizieren das Auge nach unten und dann weiß ich, bis dahin geht dann meine Nase. Das verbindet ihr. So, das ist jetzt wirklich mal ganz grob. So, nächster Schritt, Mund. Mundlinie ist die Linie, an dem der Kreis die Mittelsenkrechte schneidet. All diese Schnittpunkte sind kein Gesetz. Hier beschreibt Andrew Loomis das auch auf Seite 36, dass wenn ihr diese Schnittpunkte verschiebt, dann bekommt ihr unterschiedliche Charaktertypen. Die sehen alle immer noch aus wie Menschen, haben halt unterschiedliche Charakterzüge, mal ist die Nase länger und so weiter. Jetzt ist es auch beim Mund so. Ihr könnt diese Linie jetzt direkt als Mundschlitzlinie nehmen, dann würdet ihr jetzt gleich unseren Hilfskreis hier oben und hier unten drauf setzen. Das würde ich jetzt hier machen. Ihr könnt es aber auch so machen, dass ihr die beiden Kreise, dass ihr den unteren Kreis hier oben drauf setzt, dann ist der Mund ein bisschen weiter oben, oder dass ihr diese beiden Kreise unten dran setzt. Das schon mal erwähnt für später. All diese Feature können wir dann nachher verschieben. Ich würde mir jetzt für die Lippen, so wie in meinem ersten Video, da habe ich ja schon gesagt, wenn wir überall Kreise einzeichnen, wenn wir das dann nachher verschieben, haben wir ein leichteres Spiel. Jetzt haben wir hier wieder Kreise. Ich verbinde den oberen Kreis hier mit meiner Mundlinie und den unteren auch. Und so entsteht eine Lippe von der Seite. Okay, dieser Kopf ist jetzt noch sehr neutral. Wir haben die Kopfform jetzt noch nicht sehr männlich angepasst. Wenn ihr einen Mann zeichnen wollt, wollt ihr mit Sicherheit hier diesen Wulst hier oben drüber, den wollt ihr etwas rausholen. Und auch hier diese markante Knochen und das Kinn wollt ihr breit lassen. Hier, das könnte jetzt auch eine Frau werden. Das ist euch überlassen. Bei Frauen wäre jetzt die Augenbrauen hier etwas, würden etwas höher gehen und hier dann reingehen. Beim Mann könnt ihr die direkt auf diese Linie drauf machen. Ist aber auch wieder nur, um Gottes Willen, einfach nur ein Ansatz, wie man das schematisch lösen kann. Was ist noch wichtig? So, unsere Ohren sind hier an der Mittellinie und gehen etwa bis zur Nasenlinie. Macht euch auch bei den Ohren noch nicht zu viele Gedanken. Das reicht hier so schematisch. Unseren Haaransatz, das ist die Linie hier. Augenbrauen, ich versuche das Ganze jetzt nochmal neutraler zu gestalten, dass ihr euch gleich selber noch entscheiden könnt, welche Züge ihr jetzt gleich da anwenden wollt. So, hier könnt ihr euch einen Kreis einzeichnen und all das, was ihr jetzt macht, hier den Kreis, hier den Kreis, hier für diesen Knochen hier, wie weit ihr das macht, wie groß ihr das macht, da werdet ihr jetzt feststellen, je mehr ihr übt, werdet ihr selber beim Zeichnen merken, okay, das sieht jetzt irgendwie maskulin aus, okay, das sieht jetzt irgendwie feminin aus. Dann könnt ihr euch selber philosophieren, wieso das so ist. Ich werde das jetzt ganz neutral halten. Okay, schematisches Gesicht, soweit fertig. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist der Nacken. Der wäre hier schräg drin. Hier oben gehen dann die Nackenmuskeln runter und hier nach unten. Da beginnt dann die Brust und so weiter. Deshalb zeichne ich mir ganz gerne hier ein Oval an. Das wäre jetzt, als hättet ihr hier so eine kleine Säule und die ist aber schräg, sitzt da schräg drinnen. Und dann sitzt da oben der Kopf drauf. Das reicht soweit für den Nackenansatz. Und jetzt für die Haare. Bei den Haaren ist es wirklich wichtig, dass ihr euch außenrum um euren Kopf eure Masse anzeichnet. Zeichnet nicht die Haare direkt hier oben drauf, sondern zeichnet euch erstmal die Masse an. Ich mache der Figur jetzt einfach mal so mittellanges Haar.
So, bei mir würden die Haare jetzt hier über das Gesicht drüber laufen. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier zu dem Mittelpunkt laufen. Hättet ihr einen Pony, würde der von hier raus gehen. Im ersten Video habe ich euch gezeigt, alle Haare auf der linken Seite würden sich dann nach links biegen, alle auf der rechten Seite würden sich nach rechts biegen. Hier wäre es auch so, dass ihr euch anpassen könnt an diese Mittellinie. Hier biegt sich alles nach links und ab hier dauert noch ein bisschen, aber ihr habt dann auch hier den Moment, wo ihr die Haare direkt von vorne sehen würdet, da hättet ihr dann auch wieder einen Strich und ab dann recht nach rechts könnt ihr euch an der Linie orientieren. So, und das Ganze geht hier natürlich rund über euren Grundkörper drüber. Wenn ihr jetzt hier noch Probleme hattet, geht einen Schritt zurück, geht zum zweiten Video und dreht erstmal runde Objekte. Und dann beginnt hier vorne diese Mittelsenkrechte zu verlängern und schaut euch wirklich unbedingt das erste Schema an, dass ihr wisst, wo ist welches Feature auf dieser Mittellinie. Ich würde euch bitten, wenn euch dieses Video irgendwie gefallen oder weitergeholfen hat, bitte, bitte gebt mir ein Like, denn das ist tatsächlich, was uns YouTuber mit am allermeisten hilft. Ich habe wahnsinnigen Spaß und Lust, diese Videos zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt hier in der Zeichenwoche. Es geht nächste Woche mit unserer Malwoche weiter. Ihr wisst ja, es wechselt sich bei mir ab zwischen Malen und Zeichnen. Dann hoffe ich, ihr habt eine ganz wundervolle, kreative Woche und hattet ein ganz tolles Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder mit dem Malen. Und in 2 Wochen geht es dann weiter. Da drehen wir den Kopf dann in jede Richtung. Und dann geht es mit den einzelnen Features weiter. Freue mich schon richtig doll. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bleibt unbedingt kreativ.